pünktlich 10.10 Uhr eröffnete die amtierende Amtsdirektorin Petra Krautz den 12. Spreewälder Handwerker- und Bauernmarkt in Burg. Mit drei Salutschüssen des Friesener Schützenvereins war die Eröffnungszeremonie beendet. Die Original-Lausitzer Blasmusikanten regten mit ihrer Musik gleich zu einem Tänzchen an. Für den guten Ton sorgt wie jedes Jahr Stefan Schwager. Viele Besucher, ob groß, ob klein, besuchten schon in den ersten Stunden den Markt. Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen, den Besuchern regionale Erzeugnisse, bäuerliches Brauchtum und handwerkliche Kunst vorzustellen. Zur großen handwerklichen Kunst zählt auch das Töpfern. Hier zeigt uns Kerstin Hirschel-Kellert von der Töpferei Pizonka aus Burg, wie ein Gefäß aus Ton entsteht. Ebenfalls stand auch das Kunsthandwerk im Vordergrund. Dieser Drechsler stellt Hülsen aus edlem Holz für Kugelschreiber her.